Im letzten Video haben wir unser Overlay schon hier platziert. Jetzt möchten wir beispielsweise das Overlay etwas anders platzieren, also an einer anderen Stelle. Dazu könnt ihr wieder hier euren Directing Helper öffnen, dann euer Overlay Helper und habt hier wieder eben zwischen Scale und Move könnt ihr wieder wählen. Aktuell jetzt könnte ich die Größe kleiner ziehen oder eben auch größer. Und kann dann wechseln zu Move und kann das Ganze dann woanders hinziehen. Beispielsweise möchte ich das jetzt so platzieren. Also ihr könnt da rumspielen, wie ihr das wollt. Dann klickt ihr jetzt mit dem neuen Previewer wunderbar einfach hier auf Copy. Und fügt das Ganze hier unten ein. Das ist eine Möglichkeit. Ihr könnt es hier eben nochmal neu setzen, eure neue Größe, eure neue Position. Was dabei allerdings zu beachten ist, ist, dass ihr hier noch ein paar Änderungen vornehmt. Andernfalls wird das Ganze, ich weiß nicht, ob hier sieht man das wahrscheinlich jetzt nicht im Preview, aber wenn ihr euch das später auf dem Handy anguckt, wird das wahrscheinlich ganz schnell euer Overlay an seinen Platz rasen und der Leser sieht es eben noch kurz, wie das Overlay sich dorthin bewegt. Ja, hier habt ihr es ganz, ganz kurz vielleicht gesehen, dass es so zack hier rüber geschnellt ist. Wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr hier hinten dran dann noch in 0 Sekunden schreiben und hier vorne ersetzt ihr einfach das Add-Zeichen durch das Und-Zeichen und dann passiert das alles so schnell, dass es nicht sichtbar ist in 0 Sekunden, während eben dieser Narrator schon ausgegeben wird und ihr habt eben nicht das Problem, dass das noch so schnell hinrast. Alternativ, was natürlich auch später relevant sein wird, ist eben, dass ihr direkt schon oben beim Einfügen bestimmt, wo sich euer Overlay befinden soll und welche Größe es haben soll und eben auch welchen Layer, um dann Personen davor oder dahinter zu platzieren. Aber dazu mehr jetzt im nächsten Video.